Ja, Leute, wir starten jetzt unser letztes entscheidendes Spiel. Es steht ja 2:2 in unserem großen Mann-Frau-Duell. Und jetzt ist das sozusagen das Sudden Death. Das Spiel heißt, wer kann langsamer fahren? Ist ja eigentlich komplett das Gegenteil von mir, weil ich ja immer relativ schnell fahre. Jetzt muss ich versuchen, auf 30 Metern so langsam wie möglich zu fahren, ohne dass das Auto ausgeht. Aber wir Männer, wir können ja mit Autos umgehen, deswegen, da bin ich mir sicher, das gewinne ich auch. Ja gut, ich glaube, Frauen sind da einfach ein Ticken sensibler, die haben ein bisschen mehr Gefühl und vor allen Dingen auch Gefühl im Fuß, und das brauchst du ja jetzt. Das Auto darf nicht ausgehen, weil wenn es ausgeht, dann ist das Spiel vorbei und einer von uns hat eben gewonnen. Ich würde sagen, fang an. Alles klar, ich leg los. Und? Ja! Nein! 36! Nein! Yes! Nein! Alter, ist mir! Leute, ich bin etwas deprimiert. Ich habe 2-0 geführt. Ja? 2-0! Und doch verloren. Was soll ich sagen? Shit happens, herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja fair. Ja, danke Niki, aber verlieren, das ist für mich sowieso wie verrecken. Ich hasse verlieren und deswegen musste ich mich ja irgendwie zurückkämpfen nach der Schmach. Ich habe ja 2-0 zurückgelegen, aber das Duell dann noch mit 3:2 für uns Männer entschieden. Ich bin auch mächtig stolz, muss ich sagen, weil ich hätte mir das selbst nicht zugetraut, dass ich so langsam Auto fahren kann. Aber Niki, Respekt, du hast mich 2-mal geschlagen, war schon gut, aber war ja im Endeffekt klar, dass wir Männer dann gewinnen, oder? Weißt du was? Ich nehme einfach den Trostpreis, obwohl das eigentlich gar kein Trostpreis ist. Fahr mit dem Auto weg und du kannst ja zurück ins Galaxy Studio laufen. Sicher nicht. Tschüss, komm auf. Tschüss, hallo. Tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Laufen, du kannst ja langsam.